haben wir eine kleine Pause gemacht. Der Grund dafür ist, dass wir vor kurzem auf einem Konzert waren und die heutige Episode wird auch darüber gehen. Wir werden euch ein bisschen erzählen, wie es auf diesem Konzert war, wie es dazu gekommen ist, dass wir uns entschieden haben, diese lange Reise auf uns zu nehmen und ja, uns diesen Künstler anzuschauen und mit ihm Gott zu preisen. Ja, viel Spaß euch! If there's anything you want me to do. Genau, wie seid ihr eigentlich dazu gekommen, euch zu entscheiden, zu Call-Out-Konzert zu gehen? Ja, also wir hören ja, wie ihr wisst, auch alle Call-Out und Mercy und ich, wir waren schon im Mai bei Call-Out in Hamburg und wir wollten einfach nochmal zusammen in einer Gruppe dorthin gehen und es einfach gemeinsam nochmal machen, einfach Gott zu preisen und so sind wir dazu gekommen, nach Paris zu fahren. Ja. Und was ist der Unterschied zu anderen Kindern Gottes oder christliche Sänger, so dass ihr euch entschieden habt, ausgerechnet bei Call-Out zum Konzert zu gehen? Weil es gibt ja genügend christliche oder Kinder Gottes, die halt Lobpreis oder ja, Anbetungen singen. Ja, also was ich bei Call-Out halt so cool immer fand, war halt auf jeden Fall, dass die Musik einen auf jeden Fall angesprochen hat. Die Texte, die Lyrics, weil darauf achte ich immer sehr stark, also was die Person singt und vermittelt, ob es Jesus Christus verherrlicht, ob es auch die richtige Lehre sozusagen predigt, weil man kann Jesus Jesus sein, aber am Ende des Tages ist der Song auf einmal doch nicht Jesus, ne? Und was ich bei ihm halt so stark fand, dass was er singt, ist wirklich richtig, ist noch wirklich biblisch. Und ja, auch der Rhythmus, die Beats und sowas, passt auch alles, man kann sich gut darauf bewegen und tanzen und ja, ich höre die Musik halt öfter zum Kochen oder zum Autofahren oder einfach Lobpreis und ja. Und ich denke auch, dass er ist halt auch sehr jung und ich glaube, zu Konzerten zu gehen, ist auch eine Art und Weise von Unterstützung. Leute zu unterstützen, ihre Musik weiterhin verbreiten zu können und weiterhin einfach präsent zu sein. Ne? Weil die Leute leben ja so auch ein bisschen davon, dass man halt auch wirklich dahin geht und dafür bezahlt. Ne? Und nicht nur sagt, ja, ich feiere die Musik, aber ich gebe sozusagen nichts dafür. Also ich finde das schon wichtig, dass man die Musik auf so eine Art und Weise dann halt unterstützt und diese Ministry sozusagen, die er halt hat, Music Ministry, dann dementsprechend unterstützen, den man dann halt dahin geht. Es gibt halt sehr viele Gospelsänger, aber die meisten wohnen dann halt irgendwie in Amerika oder ja meistens in Amerika. Und es gibt halt sehr wenige europäische Gospelsänger und deshalb sind wir auch sehr stark über Call-Out halt aufmerksam geworden, weil das halt auch in Europa macht. Wie gesagt, er war in Deutschland, er war in Paris, in England, wo er halt wohnt. Und deshalb haben wir halt einfach leichteren Zugang auch zu ihm und halt einfach ist halt leichter, zu diesen Konzerten zu gehen, als wenn man dann nach Amerika fliegt, zu den anderen Gospelsängern und da halt unbedingt zu einem Konzert geht. Und deshalb war das halt auch für uns sehr einfach und halt auch entgegenkommend, dass wir, wie gesagt, nicht so eine weite Reise hatten. Und wie war es für dich, Jenny? Also Mercy und Susi haben mir bereits gesagt, die waren ja schon mal Call-Out-Konzert und du warst ja das erste Mal bei Call-Out im Konzert. War das für dich, hat das deinen Vorstellungen entsprochen oder was war da anders oder was hat dir da besonders gefallen? Also ich mag also deine Musik auch, weil ich mag es, wenn du, wenn man simpel ist, ne? Und ich finde, bei ihm, deine Musik ist simpel und auf den Punkt getroffen. Also der trifft halt, die Beats sind gut und die Lehre ist gut. Und ist auch sehr simpel erklärt. Also ich finde, seine Musik kann auch ein Ungläubiger hören und er versteht auf jeden Fall, was er rüberbringen möchte. Weißt du? Also ich könnte das jetzt irgendjemandem zeigen und er wird auf jeden Fall sagen, okay, ich verstehe durch den Song schon, dass Jesus so und so, so, so ist. Und das mag ich halt, wenn man einfach geradeaus auf den Punkt das trifft, was man halt ausdrücken soll. Und ja, ich war halt auch noch nie so wirklich auf einem Konzert und also was mir sehr gut gefallen hat, jetzt unabhängig von der Musik und alles an sich ist, dass ich fand, er war sehr humble. Ich habe ja sicher damit gerechnet, dass er jetzt irgendwie arrogant ist oder so, ne? Aber es gibt so eine, er hat so eine Art humble, die ist schon, du merkst einfach, dass das von Christus ist, das ist dieses humble in Christ, dass er weiß, dass er hier nur ist wegen Christus und dass er auch nur Christus repräsentieren will. Und ich finde, dass das hat so einen richtigen, es hat den Raum so gefüllt, dass du allein deswegen schon froh warst, dass du da bist, weißt du? Ich finde, viele Kinder Gottes, die haben halt voll die krassen Talente,
Und du merkst halt, dass sie sehr stolz darauf sind und dass sie es auch so ein bisschen ausdrücken. So, ne? So die Aura von ihr, das ist halt so, dass sie wissen, die sind gut. Und das mit Christus ist halt nur so ein Bonus. Aber ich finde, ihn merkt man einfach an, dass er ganz genau weiß, dass er ist hier nur wegen Christus und dass Christus ihm alles gegeben hat. Und das war halt einfach schön zu sehen. Und deswegen war ich an sich schon sehr positiv überrascht davon. Und dann kam natürlich noch die Performance von den ganzen anderen, aber das war wirklich schön, dass du halt einfach verstanden hast, dass, also gemerkt hast, dass hier alles so wegen Jesus ist. Ich war jetzt zum Beispiel nicht da beim Konzert, aber das, was ich halt einfach durch die Instagram-Stories gesehen habe, was ich auch gerade gesagt habe, dass in seinem Konzert, was ich halt so besonders finde, dass er auch wirklich Lobpreis macht. Weil unter Konzerte stellt man sich vor, boah, man geht voll ab, natürlich, man tanzt und weiß ich nicht, was da alles im Konzert passiert. Aber bei ihm ist es wirklich so, dass man erkennt, dass er wirklich die Ehre, wirklich Jesus Christus gibt. Dass er wirklich Anbetung macht, Lobpreis macht, aber obwohl er in der Bühne auf der Mitte steht, er trotzdem nicht diese Ehre bekommt als Künstler, sondern wirklich, dass man einfach das Gefühl hat, dass man einfach mit Christus ist. Und obwohl ich nicht anwesend war physisch, habe ich aber trotzdem durch die Instagram-Stories einfach auch mit mich gefreut und einfach mit Lobpreis gesungen. Und ja, das finde ich halt zum Beispiel stark an ihm, dass das, was er halt in seinen Liedern singt, dass man das halt auch vor Ort einfach wieder gesehen hat. Und das, was ihr auch gesagt habt. Was ich auch zum Beispiel sehr schön fand, ist, das war auch schon in Hamburg so, dass sie auch zwischendurch manchmal gepredigt hat, um einfach nochmal um zum Beispiel ein neues Lied einzuleiten oder um nochmal das eine Lied, was gerade war, nochmal schön zusammenzufassen. Das fand ich halt auch schön, was hat alle Leute nochmal so zusammengeholt und alle nochmal so, nochmal so aufgeweckt, so darüber nachzudenken, über was. Zu was man gerade gesungen hat oder zu was man gerade getanzt hat. Aber manchmal ist der Beat so krass gewesen und war so hyped sozusagen, dass man manchmal fast alles vergessen hat. Aber war es schön, dass er nochmal gesagt hat, ey, wir haben gerade darüber gesungen, dass wir frei sind. Frei sind in Christus. Und hat das nochmal erläutert, nochmal erklärt, damit man wirklich erkennt, dass es hier nicht um Entertainment geht oder um Spaß, sondern wirklich darum geht, Christus zu preisen und auch was mitzunehmen von dem Ganzen. Halt auch zu wachsen und was zu lernen. Und ja, das fand ich halt auch sehr stark. Und zwar, ich fand es schön, dass es in Paris genauso war. Und ich glaube, er würde auch in jedem anderen Konzert das immer wieder so machen, egal wie viele Leute da wären, dass er immer wieder halt zwischendurch predigt und dann dadurch aber auch klar macht, dass Gospelsänger sozusagen auch wie Prediger sind halt, ne? Und auch einfach diese Botschaft verkündigen. Ja. Ja, und wie halt auch schon gesagt wurde, er ist halt auch in unserem Alter. Und das heißt, er erlebt halt auch dieselben Sachen, die wir vielleicht erleben, und er hat beispielsweise halt auch in seinen Predigten halt Sachen erwähnt oder über Sachen geredet, die uns vielleicht alle irgendwie angehen, weil wir das alle so in unserem Alltag oder in unserem Alter halt einfach kennen. Und deshalb spricht es einen halt sogar noch mehr an und es hilft einem dann natürlich auch mehr. Ihr habt ja gerade darüber erzählt, dass es ein bisschen einfacher ist, weil er ja in Europa lebt und ja, in Europa, weil wir in Deutschland leben, ist es ein bisschen einfacher, zu den Konzerten zu gehen. Aber was war für euch wirklich das Entscheidendste oder das, was euch wirklich dazu gebracht hat, zu diesem Konzert hinzugehen? War das eine Kurzschlussreaktion oder habt ihr schon vorher geplant oder so? Wie? Was ist da? Also das Lustige ist, ich muss dich halt immer jetzt an Weihnachten und an Silvester und so erinnern, weil dann feiern wir meistens in unserer Gemeinde halt alle zusammen im Wohnzimmer oder keine Ahnung wo und tanzen halt und essen halt zusammen immer. Und ich weiß noch, wir haben halt die ganzen Videos noch und so, wo wir einfach alle richtig abgegangen sind und einfach, also immer wenn seine Lieder halt kamen, sind immer alle aufgestanden aus der Gemeinde. Alle sind direkt aufgesprungen, haben angefangen zu tanzen, alles. Also es war so richtig harmonisch in Christus. Und dann einfach gesehen, dass sein Lieder uns einfach alle in Christus auch nochmal zusammenschweißen, einfach nochmal zusammen verbinden, weil, wie gesagt, was er da halt in diesen Liedern immer sagt und auch einfach diese Beats, das ist einfach von Christus so. Und das hat uns alle immer so krass gehypt, dass wir dann, wie gesagt, ja, einfach gar nicht mehr konnten, als mitzusingen und mitzutanzen. Und das hat uns dann halt immer wieder motiviert, zu sagen, okay, wir würden auf jeden Fall selbst zu einem Konzert gehen. Und ja, ich weiß noch ganz genau, als
dann Susi und Mercy dann zurückgekommen sind und uns davon erzählt haben, dann meinten ich und Amina direkt so, ja, wir sind auf jeden Fall beim nächsten Mal dabei, wir sind auf jeden Fall beim nächsten Mal dabei, weil es war einfach mal schön zu sehen, dass, wenn normalerweise sieht man dann immer nur irgendwelche weltlichen Leute, die vielleicht auf einem Beyoncé-Konzert sind oder die vielleicht auf, keine Ahnung, Konzert von irgendwelchen weltlichen Leuten sind, die gehen voll krass ab auf den Stories. Und da dachte ich mir so, ganz ehrlich, jetzt gibt es mal sowas für Kinder Gottes, dann sollte man das auch einfach ernst nehmen und das unterstützen, einfach dahin gehen. Und ja, das war halt ein sehr wichtiger Punkt, warum ich mir gedacht habe, ich muss da auf jeden Fall demnächst mit hin. Also was ich halt auch gemerkt habe, ist einfach, es geht nicht darum um den Künstler, sondern es geht wirklich um Jesus Christus. Wir sind da hingegangen mit einem Sinn, wir wollten Jesus Christus preisen. Mhm. Weil das, was du gerade angesprochen hast mit den Konzerten, mit den weltlichen Konzerten, ich war ja auch vor meiner Zeit mit Jesus Christus auf einem Justin Bieber Konzert und dann habe ich es wirklich noch am Abend verglichen. Und da habe ich mir so gedacht, boah, ich war da auf einem Konzert von Justin Bieber wegen dieser Person und es hat einfach am Ende keine Frucht gebracht. Mhm. Aber da war ich halt jetzt bei dem Call-Out-Konzert, wo ich einfach gemerkt habe, boah, Jesus ist wirklich real und das hat dann Frucht gebracht. Also es ist schon ein mega Unterschied, wenn du irgendwo hingehst. Weil da habe ich mir auch gedacht, so, boah, das werden wir im Himmel dauernd machen. Ja. Wir werden dauernd Jesus Christus preisen. Das wird keine Sache sein von ein Wochenendetrip, sondern das wird dein Lifestyle sein. Das ist ja jetzt schon eigentlich unser Lifestyle. Aber einfach zu sehen, dass, wie kam er aus Deutschland, aber andere kamen aus New York, habe ich gehört, andere kamen aus Holland. Und da sieht man, dass Christus einfach unser Fundament ist und er bringt uns zusammen. Und als ich da war, habe ich auch nicht irgendwie gedacht, ja, ich bin jetzt jetzt hier, sondern es war wirklich eine Gemeinschaft. Und ich glaube, darum geht es. Es geht nicht mal wirklich um Call-It an sich und man kann ja meinen, okay, seid ihr so für Call-It da gewesen, aber es ist diese Gemeinschaft in Christus einfach auf diesem Konzert und das habe ich so sehr geliebt. Ja. Was ich auch noch dazu sagen wollte, ist, dass an dem Tag habe ich eine Nachricht bekommen, die nicht so schön war und ich wusste für mich selbst, dass wäre ich jetzt auf dieses Konzert gegangen, um irgendwie mein Fleisch zu stillen oder einfach nur für einen weltlichen Grund, dann hätte ich es bereut, dass ich dahin gefahren bin, in dieses Land, um Geld auszugeben und dieses Konzert zu besuchen. Aber weil ich halt wusste, dass ich dorthin gegangen bin wegen Christus, um Christus zu verherrlichen und Christus zu preisen, war ich sogar dankbar, dass ich an dem Tag da war und dass ich sogar am richtigen Ort war, weil in so einer Situation, was passiert ist, das Einzige, was man in so einer Situation machen kann, ist eigentlich nur Gott danken und Gott preisen und in der Freude von Christus wandeln. Und deswegen war es eigentlich wunderschön, dass ich die Gelegenheit gehabt habe, mit so vielen anderen Kindern Gottes gemeinsam Christus zu preisen, Christus zu feiern. Und ja, es ist halt auch wieder dieser Unterschied, ne? Ist man an Orten wegen dem Fleisch oder wegen Christus? Wenn man wegen Christus irgendwo ist, wird man es nicht bereuen, aber wenn man für das Fleisch da ist, ach, es kann irgendetwas passieren und man wird so schnell wieder auf den Boden der Tatsachen gebracht und man merkt, dass diese Welt ist vergänglich, alles was wir hier haben ist vergänglich und wenn du da nicht am richtigen Ort bist, fängst du an dir dann Vorwürfe zu machen, sag ey, wieso verschwende ich meine Zeit für Dinge, die so wertlos sind, die so nichtig sind, wieso suche ich nicht nach der vergänglichen Speise, nämlich nach Christus. Und deswegen war ich so dankbar, dass ich an dem Tag eben nicht etwas gesucht habe, was vergänglich ist, sondern etwas gesucht habe, was ewig ist. Und das ist Jesus Christus. Und ja, ich bin dankbar, dass ich das auch mit meinen Schwestern gemeinsam halt dann auch erleben durfte. Und dass sie auch halt für mich da sein konnten in dieser Situation, wo es dann halt etwas schwerer war, den Herrn zu preisen. Ja. Also bei mir war es so, dass ich eigentlich nicht hingehen wollte. Also von Anfang an. Weil ich mag zwar seine Musik und alles, aber ich weiß nicht, ich hatte jetzt nicht wirklich den Drang dazu. Weil ich habe gemerkt, dass wir haben so eine WhatsApp-Gruppe und alle von euch, ihr wart so gehypt, ihr sind alle dahin. Und bei mir war eher so, mal gucken, es ist jetzt kein Must. Ne? Bei manchen war es wirklich, ich werde da sein. Ne? Und bei mir war halt so, okay, wenn nicht, dann halt nicht so. Ne? Und ich glaube, sogar einen Tag vorher war bei mir halt auch immer noch so, ich gehe nicht hin, weil ich hatte wirklich nicht dieses Verlangen, jetzt unbedingt da zu sein. Aber ich habe halt dem Heiligen Geist gesagt, wenn du mich da haben willst, dann werde ich da sein, wenn nicht, dann halt nicht. So, ne? Weil manchmal will man vielleicht selber irgendwo nicht sein, aber Gott weiß, warum er unbedingt möchte, dass du da bist. Und am Ende war es halt so, dass Gott wollte, dass ich da bin. Und ich habe halt auch relativ schnell verstanden, warum er halt wollte, dass ich mitfahre. Natürlich einmal, weil
also was Mercy gesagt hat, dass wir einfach füreinander da sind. Aber dieses Wochenende war für mich halt, ich habe halt wirklich verstanden, dass ich bin so zufrieden mit Jesus. Also einfach nur ich und ich, also diese Beziehung mit Jesus. Ich bin so komplett zufrieden damit. Und das habe ich einfach an diesem Wochenende verstanden, weil wenn man Sachen nicht für Menschen tut, dann, sondern für Christus tut, dann merkst du halt wirklich, das ist ein, ich weiß gar nicht, wie ich das ausdrücken soll, das ist ein ganz anderer Ansporn. Und ich war halt dann im Konzert und die ganze Musik und Gott hat halt wirklich zu mir gesprochen. Und ich habe einfach verstanden, dass Jesus wirklich komplett deine Erfüllung ist. Das ist halt einfach so. Kein Mensch, keine Sache, kein Geld kann dir das geben, was Jesus Christus dir gibt. Und ich hatte ja, das Konzert war 2 Tage vor meinem Geburtstag. Und ich habe einfach verstanden, warum Gott wollte, dass ich mitfahre. Es war einfach wichtig für mich, bevor ich in dieses neue Jahr reingehe, dass ich verstehe, dass ich schon alles habe. Und das habe ich wirklich in dem Konzert halt verstanden, weil ich dann wirklich hatte, mein Fokus war so auf Jesus. Ich habe für ihn geschrien, ich habe für ihn getanzt, ich habe ihn worship, alles. So, ich war, und seit dieses Wochenende, ich bin auch wirklich, ich bin immer noch, als ob ich da in diesem Konzert bin. Also ich feiere immer noch so, als ob ich in dem Konzert gerade bin. Weil es ist oft so, dass man auf Konferenzen geht und an dem Tag ist man dann so, boah, Jesus, you know everything. Und einen Tag später ist dieser ganze Hype, den du da hattest, ist einfach weg. Aber ich merke halt einfach, dass ich immer noch in diesem Mood bin. Und das halt auch wirklich, weil es einfach Klick gemacht hat in diesem Raum. Ich habe verstanden, dass deine Erfüllung ist einfach Jesus. Das ist einfach so. Und kein Grund traurig zu sein, kein Grund sich alleine zu fühlen oder sonstiges. Weil selbst wenn du wirklich alleine bist, bist du einfach nicht alleine. Und ich war einfach happy. Ich bin auch jemand, ich heule sonst nicht so wirklich. So, auch wenn so wirklich, wenn es mich toucht. Ne? Ich weine zwar, weil ich versuche das irgendwie zu verstecken. Ich war einfach angefangen zu heulen, weil ich mir dachte so, okay, also es juckt mich wirklich nicht mehr, wer mich sieht oder sonstiges, weil ich weiß, warum ich das mache. Und deswegen habe ich auch einfach verstanden, dass lass einfach zu, dass der Heilige Geist dich leitet, weil er weiß schon, warum du irgendwo sein sollst. Mhm. Auch wenn du gar keinen Bock hast, also gar keine Lust hast und dir denkst, ich schaue von zu Hause aus zu. Ja, das ist auf jeden Fall schön zu hören, weil das ist auch After Church, ne? Das war jetzt nicht in der Gemeinde das Konzert, sondern das war auch wirklich im Alltag von uns, von Kindern Gottes, sowas zu erleben und in einem Ort zu sein, wo man nicht tagtäglich ist, sondern wo auch andere, keine Ahnung, andere Sitten, andere Begegnungen da sind oder man andere Menschen begegnet. Und ja, ich finde es einfach nur schön, dass man halt auch diese Gelegenheit auch nutzt, mit Geschwistern was Gemeinsames zu machen in Christus und das auch wirklich dazu dient, Christus zu verherrlichen, weil, wie Susi ja schon gesagt hat, das hat auch Frucht gebracht. Das hat Frucht gebracht in jeden Einzelnen, wo jeder einfach die Gelegenheit hatte, auch über seine Beziehung mit Jesus Christus nachzudenken, außerhalb der Gemeinde und während des Konzerts und auch zurückgekommen ist mit Christus und Christus nicht da gelassen hat, sondern dass es immer noch weitergegangen ist. Was gibt es denn so für Momente oder gibt es irgendwelche Lieder oder irgendwelche Ereignisse, die euch wirklich geprägt haben? Last Breath.